Ja, Servus und Hallo zusammen. Dieses Video geht an alle Mafia 2 Fans, denn ich befürchte, es wird eine Weile dauern, bis weitere Videos erscheinen werden. Ich habe derzeit ein bisschen Stress mit der GEMA, beziehungsweise in dem Fall mit YouTube und YouTube mit der GEMA, denn in Mafia 2 sind leider doch sehr, sehr viele Songs im Hintergrund, sehr viel im Autoradio. Da könnte man sicherlich noch das ein oder andere tun, indem man es abschaltet, aber jetzt gerade im aktuellen Fall leider eine Musikszene, ja, wo ich marschiere durchs Haus durch und im unteren Stockwerk ist eine Wohnung, wo laute Musik rauskommt. Das kann man nicht wirklich beeinflussen. Das Ganze macht auch keinen Sinn, ja, weil da steht dann noch einer an der Tür, klopft und regt sich auf über die Musik. Das heißt, selbst wenn man irgendwo Musik abdrehen würde, wäre das ganze Spiel ja an der Stelle dann merkwürdig und man würde sich fragen, was macht der an der Tür? Dementsprechend, ich habe Einspruch eingelegt, was man ja tun kann. Bei den ersten Videos hat es auch sofort funktioniert. Der Einspruch läuft zwar, aber zumindest war das Video dann freigeschaltet und man konnte es sehen, auch in Deutschland. Bei dem letzten Video jetzt, das ist, mal kurz schauen, Part Nummer 3, da wird der Einspruch gerade bearbeitet und ich erhalte Antwort bis spätestens 1.5. Und in dem Fall ist das Video leider ja auch weltweit, außer in Deutschland zu sehen. Interessanterweise habe ich schon 10 Views trotzdem drauf. Das heißt, es scheint auch ein, zwei Leute außerhalb von Deutschland zu geben. Oder die vielleicht per VPN oder so unterwegs sind, was ich generell sehr empfehlen kann, die das Video gesehen haben. Insofern vielen Dank an euch auf jeden Fall. Für den Rest, der wird sich vielleicht einfach wundern, dass jetzt eine Weile keine Videos erscheinen werden. Ich werde es weiter versuchen. Ich werde auch das nächste Video natürlich veröffentlichen, ganz normal, in der Hoffnung, dass das dann sofort freigeschaltet ist. Aber ich befürchte, auf Part 3 werdet ihr zumindest eine Weile warten müssen. Dafür schon mal dickes Sorry. Ich hätte nicht gedacht, dass bei dem Spiel und gerade bei der doch eher so 50er-Jahre-Musik, dass da die Rechte immer noch so restriktiv gehandhabt werden. Allerdings muss ich sagen, es sind schon auch ein, zwei richtig coole Sounds und Musikstücke mit dabei. Insofern ja, ist es sicherlich auch ein Stück weit nachvollziehbar. Ich finde es halt nur immer schade, dass so diese Meldung, weltweit, außer in Deutschland, das. Aber gut, da braucht man nicht drüber reden. Ich denke, das kennt der ein oder andere, dass wir hier in Deutschland leider mit der GEMA da ein bisschen mehr Probleme haben wie in anderen Ländern. Ja, das soll soweit erstmal gewesen sein. Wie gesagt, es wird weiterhin Videos geben, auch von Mafia 2. Inwieweit die in Deutschland gesehen werden können, zumindest momentan, kann ich noch nicht versprechen. Ja. Aber es geht auf jeden Fall mit Minecraft auf dem Mond weiter und mal schauen, mit ein, zwei anderen Dingen. Wo, zumindest bei dem einen bin ich mir sicher, dass da relativ wenig Musik laufen wird. Insofern denke ich, sollte das dann auch funktionieren. Okay, das soll soweit erstmal gewesen sein. Nur als kleine Info an euch, falls ihr euch wundert, warum kein Video mehr kommt von Mafia 2. Also, bis dann. Macht's gut und Servus.